YouTube und ja, guten Morgen. Ich sag sonst nie guten Morgen in einem Video. Da wir aber gerade 6.30 Uhr haben, ich in 10 Minuten los zur Arbeit muss und mich gerade spontan dazu entschieden habe, jetzt in diesen 10 Minuten, die ich hier noch sinnlos zu Hause rumsitzen würde, normalerweise ins Handy zu gucken, einfach mal ein Video aufzunehmen, muss ich an der Stelle einfach mal guten Morgen sagen, weil ich glaube, ich habe so gut wie noch nie um diese Uhrzeit ein Video aufgenommen. Es ist tatsächlich das erste Video, was ich um diese Uhrzeit aufnehme. Ist es aber eins der ersten Videos, das ich um diese Uhrzeit aufnehme. Bevor ich jetzt noch weiter um den heißen Brei herumrede und diese 10 Minuten, die ich jetzt Zeit habe, nur damit verbringe, euch zu erzählen, dass ich gerade ein Video aufnehme, fange ich jetzt einfach mal an mit den Sachen, die ich hier liegen habe. Ich habe nämlich hier liegen einmal Superman Heft Nummer 19, das Finale vom Oz-Effekt, Motor Girl von Terry Moore und Descender von Jeff Lemire. Also ihr merkt schon, das sind alles Hochkaräter und da möchte ich an der Stelle anfangen mit Jeff Lemire. Auf der Serie Descender hat er, oder besser gesagt mit der Serie Descender, hat der gute Jeff Lemire für mich ja gezeigt, wie schön man diesen ganzen Pinocchio-Mythos in die Moderne reinbringen kann und die ganzen Sachen noch einen eigenen Schliff verpassen kann. Und da ich in den letzten Wochen Westworld mir wie so ein Süchtiger gegeben habe, ist das auch noch direkt die nächste Assoziation, die ich mittlerweile mit Descender verbinde, weil Descender ist für mich der perfekte Querschnitt zwischen Pinocchio und Westworld. Und dieser Vergleich hat mir bei den ganzen letzten Videos zu Descenders absolut gefehlt, weil ich ihn zu dem Zeitpunkt noch nicht hatte, weil ich Westworld noch nicht gesehen hatte. Aber ich finde, Descender geht dann doch ein krasseres Stück in Richtung Westworld, als ich gedacht hätte, mit dieser ganzen Thematik mit Robotern, dass die mittlerweile verboten sind, dass aber dann doch Empfindungen haben. Und die Handlung ist mit dem fünften Band schon so weit vorangeschritten, wie ich es mittlerweile eigentlich nur noch aus Independent-Serien kenne. Also kaum eine Superhelden-Serie schafft dann doch so viel Fortschritt innerhalb von 5 Trails, wie zurzeit die ganzen Independent-Serien. Da gehört definitiv Descender auch dazu. Weil mit dem fünften Band sind wir jetzt schon an einem Standpunkt angelangt in der Storyline, wo es so viele interessante Charaktere gibt und Nebenhandlungen, dass man locker eine Spin-Off-Serie zu Descender mittlerweile schreiben kann. Und das sind solche Sachen wie die ganze Sache mit dem Bohrer-Roboter, der mittlerweile allein auf einem Planet am Start ist, der von Magie besiedelt ist und dort wiederum mit einem Menschen von A nach B reist und das, obwohl er Menschen hasst. Allerdings rettet er diesem Menschen ein paar Mal den Arsch, weil er gegen Vampire kämpfen muss und gegen alle anderen möglichen Viecher, die es auf diesem Planeten gibt. Und die ganze Geschichte um Bohrer, der zwangsläufig zum Mörder geworden ist und seinen besten Freund verloren hat und eigentlich gerade vor die Hunde geht, weil er sich nicht mehr richtig bewegen kann, weil er eigentlich Öl braucht und all sowas. Die finde ich so herzerreißend und Bohrer ist tatsächlich mit dem fünften Band einer meiner absoluten Lieblingscharaktere aus diesem ganzen Descender-Kosmos geworden. Auf der anderen Seite sieht man, wie Dr. Quan gegen Tim 22, also den Doppelgänger von Tim 21, am Kämpfen ist. Und der Kampf geht richtig zur Sache, bis er sogar seinen vorzeitigen Höhepunkt findet, wo ich an der Stelle nicht viel spoilern möchte. Kann nur sagen, dass die Orkaden von Dr. Quan und von der guten Telsa gegen Tim 22 alles andere als gut sind. Und dann wiederum gibt es noch die Fraktion mit den Vereinten Föderationen oder beziehungsweise die Föderation der Vereinten Planeten, die ja gegen die Roboter kämpfen wollen. Und dort wiederum gibt es jetzt auch einen krassen Faktor, der gemacht wird oder beziehungsweise ein krasser Gegenschlag der Robotoren gegen die Menschheit, der noch für sehr viel Potenzial sorgen wird. Und ich glaube, das wird dann wahrscheinlich der große Aufhänger für die Folgeserie von Descender, nämlich die Serie Ascender, die dann diese ganzen Sachen aufgreifen wird. Also es kommt jetzt nach diesem Band, auch wenn sich das Ganze extrem nach Finale angefühlt hat und sich wahrscheinlich auch gerade extrem nach Finale von meiner Zusammenfassung anhört, ist das hier der vorletzte Band. Hiernach kommt noch der sechste Band, wo der Cliffhanger in diesem Band mehr als heiß drauf macht und ich bin wirklich gespannt, was in Richtung das noch gehen wird. Und der gute Jeff Lemire liefert mit Descender meinen Augen ein absolutes, zeitloses Meisterwerk ab. Und ich bin mal gespannt, wie jetzt der Abschluss mit dem sechsten Band und damit Ascender werden wird. Aber ich glaube tatsächlich, dass Descender so das Potenzial hat, einer der besten Titel zu werden, die der gute Jeff Lemire jemals geschrieben hat. Ihr hört es wahrscheinlich schon raus, 10 von 10 Punkte. Und damit meine ich wirklich das komplette Paket. Ich meine alle Charaktere, ich meine jeden Storyhang, der Storystrang, der weitergeschrieben wird und auch die Zeichnungen, die ich auch schon ein paar Mal erwähnt habe, ein paar Seiten brauchen, bis sie sich wirklich entfalten und bis man mit diesen Zeichnungen warm wird. Aber ab dem Zeitpunkt, wo man mit den Zeichnungen warm geworden ist, kann man sich keinen anderen Zeichner mehr für diese Serie vorstellen. Also wie eben schon erwähnt, 10 von 10 Punkte. Danach wiederum habe ich mich auf Terry Moores Motor Girl gestürzt und da war jetzt so ein bisschen der Warning Gag, dass jeder, der in den letzten Monaten bei mir zu Besuch gewesen ist, diesen Titel auf dem Tisch hat liegen sehen und gesagt hat, ey krass, Motor Girl wollte ich mir auch noch kaufen, wie ist der? Und ich musste jedes Mal sagen, keine Ahnung, ich habe noch nicht gelesen. Und mit so Comics, die bei mir ein bisschen auf dem Comic-Tisch am Reifen sind, brauche ich immer so diesen Moment, wo ich auch richtig Bock habe, das ganze Ding zu lesen. Weil wenn ich etwas gezwungenermaßen lese, wenn ich Review dazu machen kann, funktioniert das eigentlich nie. Und ich spreche sowas dann meistens nach der Hälfte ab. Und ich muss auf dem Comic tatsächlich Bock haben. Und das hat jetzt bei Motor Girl tatsächlich 3 Monate gedauert. Warum auch immer, habe ich mich gefragt, als ich es gelesen habe. Weil der gute Terry Moore liefert hier ein absolutes Brett ab und eins der besten Comics, die ich dieses Jahr gelesen habe.
habe. Die ganze Geschichte ist um die gute Sam, die man auch schon auf dem Cover sieht, gestrickt. Und dort wiederum ist halt der große Aufhänger, dass ihr bester Freund dieser riesige Gorilla ist. Und das wiederum ist eine Sache, die der gute Terry Moore so anders umgesetzt hat, wie jeder andere Autor, der so Fabelwesen und all sowas in Geschichten einbindet. Weil in dieser Geschichte geht es eigentlich darum, dass die gute Sam ein posttraumatisches Trauma hat, weil sie halt im Irakkrieg gewesen ist und dort wiederum 9 Monate in Gefangenschaft verbracht hat. Und um diese ganze Gefangenschaft mit ihrer Psyche klarzumachen, den Verletzungen und die ganzen Quälereien, die sie durchlebt hat, hat sie sich diesen besten Freund eingebildet. Sprich, der gute Gorilla ist halt ein imaginärer Freund und nur sie kann ihn sehen. Allerdings ist ihr das nicht so ganz bewusst. Wir sehen sie auch in der Bar, wenn sie gerade irgendwie Bierchen am Trinken ist, laut Unterhaltung mit dem Gorilla am Führen ist und die ganzen Leute verstört die Situation beobachten. Da sie aber Veteranin ist und Veteranen in den USA ja einen gewissen Status haben, gucken die Leute dann auch relativ schnell wieder weg, weil sie sich denken, alles klar, sie ist Veteranin, sie hat vor uns im Krieg gekämpft, verzeihen wir ihr mal die ganze Sache. Darüber hinaus gibt es den Faktor, dass sie mitten in der Wüste auf einem Schrottplatz arbeiten. Das war eine ältere Lady und dort eigentlich den kompletten Tag alleine verbringt mit ihrem Gorilla und damit komplett glücklich ist. Wäre da nicht dieses Angebot, was der alten Lady gemacht wird, von einer dubiosen Firma, die dieses Grundstück total überteuert kaufen möchte, die die ganze Zeit zwielichtige Vertreter von dieser Firma zu dieser alten Lady hinschicken. Da die alte Lady allerdings weiß, dass die gute Sam nicht mal alle Tasten im Schrank hat und noch mit ihrem Trauma klar werden muss, setzte halt die gute Sam vor die Wahl, pass auf, wenn du den Schrottplatz behalten möchtest und sagst, du möchtest hier weiter arbeiten, behalte ich den Schrottplatz. Wenn du aber sagst, du kannst dich von hier lösen und möchtest einen Schritt weiter nach vorne in dein Leben gehen, verkaufe ich den Schrottplatz, nimm das Geld mit und du kannst woanders dein Leben weiterleben, wenn du Bock drauf hast. Da allerdings die ganze Firma total dubios ist und so weiter, ist die alte Lady sich relativ schnell nicht mehr ganz so sicher, ob sie dieses Grundstück überhaupt an diese Firma verkaufen möchte. Und auf der anderen Seite wiederum bekommt die gute Sam zusammen mit ihrem Gorilla auf einmal Besuch von Aliens auf dem Schrottplatz, die abends dort landen, um sich die Raumschiffe reparieren zu lassen. Und dort wiederum gibt es dann zum Schluss der Reparatur, wo sie irgendwie gerade im Unterhose, weil sie gerade aus dem Bett rauskommt im Halbschlaf, das UFO da sieht mit ihrem Gorilla, dann fängt sie an, das Ding zu reparieren im Halbschlaf. Die Aliens freuen sich total, die nur so hüftgroß sind, umarmen die gute Sam halt. Und als sie am nächsten Morgen wach wird und in den Spiegel guckt und dann irgendwie der Gorilla auf ihren Hintern starrt, stellt sie fest, dass da noch Handabdrücke auf ihren Hintern oder beziehungsweise besser gesagt auf den Höschen sind, was dann wiederum ein Indiz dafür ist, dass sie sich die Aliens tatsächlich nicht eingebildet hat, aber immer noch den Gorilla. Und was es damit genau auf sich hat, möchte ich an der Stelle nicht wegspoilern. Kann nur sagen, dass Terry Moore mit Motor Girl eine der charmantesten Geschichten der letzten Monate, wenn nicht sogar der letzten Jahre, abgeliefert hat. Das ganze posttraumatische Trauma habe ich noch nie so aufbereitet in einem Comic gesehen. Wirklich großartig, was für Gedanken der gute Herr sich dort gemacht hat. Und das ganze Setting mit Sam, mit dem Affen und den Aliens und dieser dubiosen Firma, die dieses Grundstück kaufen möchte, ist einfach so charmant geschrieben, teilweise wirklich herzerwärmend, dass man laut lachen muss, teilweise dann wieder Tränen rührend, weil diese ganzen Kriegserlebnisse, die gute Sam gemacht hat, natürlich alles andere als schön sind. Und dort bekommt man halt auch ein paar Einblicke, wie es zu diesem Trauma mit den Affen bekommen hat. Das sind dann wieder so die herzerreißenden Momente. Sprich, Motor Girl von Terry Moore ist mehr oder weniger eine Achterbahn der Gefühle mit extrem glaubwürdigen Charakteren, tollen Zeichnungen und absolutes Pflichtprogramm, auch 10 von 10 Punkte und sowas von eine Leseempfehlung, wie eine Leseempfehlung auch nur eine Leseempfehlung sein kann. Danach wiederum mit diesen ganzen Independent-Sachen dachte ich mir, alles klar, es braucht wieder was locker leichtfüßiges, hat mich dann noch Superman Heft Nummer 17 gestürzt, was ja das Finale vom Oz-Effekt ist, dieses Ding, was halt der gute Dan Jurgens schon in den letzten Monaten, wenn nicht sogar im ganzen letzten Jahr oder 2 Jahren angeteasert hat, wo man ja immer wieder gesehen hat, dass irgendeiner im Hintergrund bei Superman die Strippen am Ziehen ist, mit so einer grünen Kapuze auch, wo man aber die ganze Zeit nicht wusste, wer der gute Herr ist. Seit dem letzten Heft weiß man, dass es der Vater von Superman ist. Und ich meine, nicht Jonathan Kent, ich meine tatsächlich Jor-El, der es auch von Krypton weggeschafft hat. Und das ist, wie sich in diesem Heft herausstellt, eine Verbindung mit Booster Gold, die dafür gesorgt hat, dass er halt überleben von seinem Planeten wegkommt. Und darüber hinaus halt noch die Tatsache, dass Jor-El nicht der Jor-El ist, der früher gewesen ist, zumindest vermute ich das, weil der Jor-El, den man hier sieht, totalen Hass auf die Menschheit hat. Er selber empfindet halt die Menschheit als totalen Ballast am Bein von Superman. Und er versucht schon seit der letzten Story dann Superman aufzuzeigen, warum die Menschheit so verdorben ist und Superman halt das wahre Gesicht der Menschheit zu zeigen. Da Superman aber dieser unverbesserliche Pfadfinder ist, findet er trotz dessen noch das Gute in der Menschheit und wendet sich dann tatsächlich gegen seinen Vater, wo er eigentlich froh sein müsste, ihn wiederzutreffen. Mehr oder weniger ist das Finale von The Oz-Effekt nur das Anteasering ist auf die nächste große Booster-Goal-Storyline. Und das wiederum kann mit daran liegen, dass Dan Jurgens ja mehr oder weniger jetzt über alte Serie verlassen musste, weil Ben es ja Superman übernimmt und Ben es halt den Wunsch hatte, dass alles andere an Superman eingestellt wird, mit der Superman allein in der Hand hat. Und das wiederum hat er dafür gesorgt, dass Peter J. Tomasi Superman verlassen hat und auch Dan Jurgens, weswegen ich mir gut vorstellen kann, und so fühlt sich für mich auch das ganze Finale von Dan Jurgens an Superman an, dass er jetzt viel mehr Story in viel kürzerer Zeit reinpackt, als es eigentlich geplant gewesen
gewesen wäre, weil dieses ganze letzte Story-Arc fühlt sich so an, als hätte man den noch locker über mehrere Hefte strecken können. Allerdings muss ich sagen, liest es sich trotz dessen extremst gut. Ich bin gespannt, wie das jetzt mit den nächsten vier Heften alles zu Ende gestrickt wird und feiere auch die Tatsache ab, dass Dan Jurgens ja Booster Gold jetzt mit in die letzte Storyline einbindet, weil Booster Gold ja eine Figur ist, die der gute Dan Jurgens auf der einen Seite erfunden hat und zum anderen ist Booster Gold halt eine Figur, die viel zu selten eingesetzt wird, die ich extremst abfeiere und von denen ich mir nach wie vor immer noch eine neue Ongoing wünschen würde. Das war's meinerseits, das waren die drei Comics, die ich jetzt in den letzten Tagen gelesen habe und euch jetzt in dieser Morgenstunde vorgestellt habe. Bitte ballert mal in die Kommentare rein, ob was dabei war, was ihr auch gelesen habt und wenn ja, was und wie es euch gefallen hat. Ansonsten sei gesagt, guckt auf Instagram vorbei, guckt auf meinen zweiten Instagram vorbei, guckt auf Ändere Vision vorbei, wo letztens ja dieses Interview gekommen wäre, ist, was ich eigentlich gar nicht erwähnen wollte, was ich jetzt eigentlich mehr oder weniger aus Versehen erwähnt habe, aber jetzt ist es drin, guckt überall vorbei, lasst einen Daumen nach oben, ein Abo da, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels, haut da rein! Thank you.